Hallo, bin wieder zu Hause. Hallo, Schnuppel, Ja, nicht jetzt. Ich muss mich auf diese Abrüstungskonferenz vorbereiten. Da braucht's allerhöchste Diplomatie und Nerven wie Drahtseile. So, als erstes muss ich... Jetzt wart doch mal, Schnuppel. Du bist ja schon seit Tagen deswegen nervös. Bin überhaupt nicht nervös. Doch und wie. Und deswegen habe ich dir ein Aquarium gekauft. Da setzt du dich jetzt mal vor und guckst dir das an. Du wirst sehen, wie dich das beruhigt. Oh, wenn's sein muss. Wo ist das Ding? Da. So, ich gucke. Und nu? Guck dir in aller Ruhe die Fische an und dann wird er schon. Langweilig. Passiert ja nichts. Können die irgendwas? Hey, hallo, ihr da. Macht mal was. Schnuppel. Also diese Fischheinis haben es echt nicht drauf. Wenn ich Untätigkeit sehen will, gehe ich in den Bundestag. Das sind Fische, Schnuppel. Die machen nun mal nichts. Also mit dieser Einstellung werden wir die Wirtschaftskrise bestimmt nicht besiegen. Da müssen alle mit anpacken. Die Brüder hier muss man mal ein bisschen auf Trab bringen. Hey, ihr da, aufgepasst. Glaubt ihr, ihr könnt euch hier auf meine Kosten einen faulen Lenz machen? Damit kommt ihr bei mir nicht durch, Capito? Schnuppel. Hey, du da. Ja, mit dir rede ich. Brauchst gar nicht so zu gucken. Jetzt werd mal aktiv. Aber ein bisschen zackig. Findest du nicht, dass... Will der mich provozieren? Hier, der so ähnlich aussieht wie Gysi. Der hat mich doch auf dem Kicker. Oder wie siehst du das? Tut so, als ob er nichts kapiert und lacht sich heimlich ins Fäustchen. Schnuppel. Aber nicht mit mir. Hör zu, Freundchen. Du bringst mich nicht aus der Ruhe. Du nicht. Was ist denn mit deiner Diplomatiekunst und deinen Drahtseilnerven? Aber er hat doch angefangen. Vielleicht ist ein Aquarium doch nicht so eine gute Vorbereitung für die Abrüstungskonferenz. Genau, damit befasse ich mich lieber erst hinterher. Wir sprechen uns noch. So, und jetzt mache ich Abendessen. Was gibt's denn? Fischstäbchen.